Nach der dritten Insolvenz in etwas mehr als 3 Jahren soll die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof neue Eigentümer bekommen. Galeria geht an ein Konsortium um die Investoren Richard Baker und Bernd Beetz, wie Galeria-Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Mittwoch in Essen bestätigte. Diese Lösung war möglich, nachdem der Gläubigerausschuss, in dem unter anderem auch der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Mitglied ist, sich gemeinsam mit mir für das Investorenkonsortium Beetz NADC ausgesprochen hat. Der Beschluss des Gläubigerausschusses war einstimmig. Es ist das Ziel, dass insgesamt mehr als 70 Filialen fortgeführt werden können. Damit hat sich das Konsortium im Bieterprozess durchgesetzt. Galeria Karstadt Kaufhof war Anfang Januar in die Insolvenz gerutscht. Die Schieflage ist die Folge der Pleite des Signa-Imperiums des österreichischen Investors Rini Benko, zu dem Galeria gehörte. Auch einige der Warenhausimmobilien gehören einer insolventen Signa-Firma. Bekers Investmentgesellschaft und die Vermögensverwaltung der Familie von Beetz hatten Galeria gemeinsam ins Visier genommen. Baker ist ebenso wie Beetz bei Galeria kein Unbekannter. Vor der Fusion mit Karstadt war er über die zu seinen Beteiligungen gehörende kanadische Handelskette Hudson's Bay für einige Jahre Miteigentümer von Galeria Kaufhof. Wir engagieren uns hier mit vollem Herzen. Wir wollen Galeria zum Erfolg führen. Wir bringen hier eine Kombination von Erfahrungen ein. Ich möchte vielleicht vorausschicken, ich bin mit Richard Baker schon seit Jahren freundschaftlich verbunden und ich engagiere mich immer gern mit Menschen, die ich kenne, die vertrauenswürdig sind und die Kompetenz haben. Und das haben wir hier. Galeria verfügt noch über 92 Filialen und rund 12.800 Beschäftigte. Die designierten neuen Eigner hatten erklärt, möglichst viele Filialen erhalten zu wollen. Entscheidend für den Bestand der Warenhäuser sei auch die Höhe der Mieten. Darüber verhandelt derzeit Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus mit den Vermietern.